Moin moin Leute, zurück zu einer weiteren Folge auf der weichen, in einem weichen Projekt. Man sieht hier rechts, ich habe schon eine Wiese geschwadert komplett. Hab gerade kurz Mittagspause gemacht, habe mich hier draußen auf meinen Liegestuhl gesetzt, bisschen noch. Aber jetzt wollen wir weiter. Ja, hier machen wir Gras drauf. Das, ja, hier machen wir Heu. Hier habe ich nur einmal außen rum geschwadert, dass wir da schon mal ein bisschen mehr Platz haben, dass wir das Heu nachher schön wenden können nochmal. Hier steht schon noch die Beinpresse, die muss ich auch noch wegbringen. Aber ist nicht so schlimm. Ja, wir sind hier hinten an unserer großen Fläche am Schwadern. Der John Deere steht hier auch. Der IAC steht hier in den Schuppen. Genau, der steht hier. Und der Deutz ist nicht hier, der stand ja eigentlich hier. Und ja, das steht oben auf dem Feld. Ich habe nur kurz eine Mittagspause gemacht. Und ja, jetzt machen wir hier weiter mit der großen Fläche. Und dann würde ich sagen, bringen wir uns mal auf unseren 6-11er. Tür auf. Und so rein, machen die zu. Motor an. Tankgas hoch, Topwelle an und ab dafür. Ja, bald haben wir auch eine Hoftankstelle auf dem Hof. Da muss ich jetzt noch ein bisschen was abklären und dies und das und Sicherheit und. Aber dann wird wahrscheinlich eine Hoftankstelle kommen. Da müssen wir nicht immer bis unten zum Händler fahren, hier bis zur Tankstelle in den Ort rein. Weil es ist ja doch schon ein ganz schönes Stückchen, wenn du mal nicht mehr viel Liter hast, dann ist das ein bisschen knapp. Und ja, so ist die Sache. Ja, wie gesagt, wir schwadern jetzt hier den offiziellen zweiten Grasschnitt, ist ersetzt von den ersten drei Wiesen. Die anderen Wiesen müssen noch ein bisschen mehr wachsen, da haben wir ja ein bisschen später gewählt, wir hatten ja mehrere erste Grasschnitte. Dadurch, dass wir Parzellen nochmal getauscht haben und ja, sagen wir mal drei Wiesen, die drei Wiesen waren schon mal da reif. Die mähen wir jetzt ab und ja, das Gras hier wird wahrscheinlich zu Biosanlage gefahren und wird da ins Fahrsilo gefahren und gewalzt und festgefahren und alles. Da würden wahrscheinlich auch wieder dickere Maschinen zum Einsatz kommen. Aber ja, gut, ist halt so, ne? Wir sind halt nur ein kleiner Bergbauer, haben halt nicht die dicken Maschinen und ja, das ist halt hier so ein bisschen der Hintergrund auf der Weichen, dass man hier auch mal, sag ich mal, vom Maschinenring mal ja, einen dicken 936 oder 939 hat. Oder ich weiß nicht, was er jetzt zum Silo-Weizen hat, ob da auch der 936 vor dem Silo-Schild hängt oder der 939, weiß ich nicht, was er da noch hat. Mal gucken, auf jeden Fall wird ein Trecker von dem Maschinenring mit dem Ladewagen vorbeikommen. Oder wir werden ihn abholen und damit den Grasschnitt einfahren zum BGA. Und ja, das ist so der grobe Plan. Ist zwar jetzt schon ein Stückchen zu BGA, ich kann ja mal die Karte aufmachen. Es geht aber noch. Ist noch ein Rahmen. Ja, und Maishexeln auch. Die BGA hat noch ein Feld, sag ich mal, ne, gepachtet dazu, direkt neben der BGA, so ein kleineres. Da sollen wir uns mal ein bisschen ausprobieren. Und dass Maishexeln nicht auch Spaß macht und dass wir haben ja auch ein bisschen eigene Mais angepflanzt. Bei unseren Maishexeln wir natürlich, vielleicht mit dem Mais zusammen, müssen wir schauen, ob das von der Erntereife hinhaut. Sonst müssen wir unseren Mais halt selbst hexen mit einem Einreiher oder sowas in der Art, ne. Oder einen kleinen Maishexler oder halt Maschinenring fahren, ob er für den Feld auch mit einem großen Hexler vorbeikommen. Müssen wir mal schauen, wie das alles so läuft. Ja, hier unten links die Wiese war ja auch mal unsere Abteil. Also hier, wenn du hier in den Böschung runtergehst, war auch mal unsere Wiese. Die haben wir ja abgegeben.
Genau, jetzt hier gleich sieht man sie, wenn die mir runterfahren. Da sieht man sie. Da haben wir mit dem John Deere, mit der ohne Presse, waren wir ein bisschen am Limit. So. Aber sonst läuft das hier schon, ne? Ja, geht auch bald die Getreideernte hier auf Weichen los. Zweiter Grasschnitt dann. Also zweiter Grasschnitt ist jetzt, dann kommt dann Getreideernte, dritte Grasschnitt vielleicht noch. Wahrscheinlich parallel sogar. Weiß ich auch noch nicht, wie ich das mache, aber kriegen wir schon alles hin. Ja, und echt, ja. Warum Schwader mit den dicken Treckern? Das hat den Grund, weil der IRC relativ schmale Reifen hat und durch den Reha-Mod sehr schnell sich festfährt. Und ich möchte auf dem IRC einfach keine größeren Reifen drauf machen. Das ist einfach der Hintergrund, warum ich mit den Deutz oder mit den John Deere Schwadern fahre. So, wenn wir mal drehen. Mal hier mal vorsichtig am Masten weg das Zeug. Aber dadurch, dass wir unsere Fläche ja schon gut kennen, haben wir schließlich schon einmal Gras hier drauf gemacht. Wissen wir jetzt, wie das funktioniert hier. Und ich weiß auf jeden Fall, dass ich die größeren Trecker mit dem breiteren Reifen vorhängen muss. Der IAC ist leider echt nur, ja, Hofschlepper, kann man fast sagen. Ist zwar schade, aber ja, zum Mistaufladen werden wir den nehmen und der kriegt noch genug Einsatzbereiche. Lass das mal meine Sorge sein. Also, der kriegt noch genug Auftritte in Videos, vielleicht auch in Livestreams. Muss ich mal schauen, wie es alles so klappt. Ja, was soll ich sagen? Joa. Soweit ist alles gut, ne? Eigentlich auch soweit alles erstmal gesagt. Wenn Fragen sind, einfach in den Kommentarbereich schreiben oder halt unten in der Videobeschreibung ist mein Discord-Link, da kann man beitreten und man kann mir dann auch privat eine Nachricht schreiben. Das ist auch kein Problem und ja, so ist das. Ja, ich hoffe mal, dass ich bald mal wieder ein bisschen normale Drohnenaufnahmen machen kann. Einfach so ein kurzes Drohnenvideo, wie ich das eine Mal gemacht habe. Der erste Testflug mit der Drohne. Mal gucken, ob ich mal ein bisschen Landschaft filme hier oder so. Mal schauen. Aber ist alles ein bisschen schwierig momentan, weil die Maisernte voll in Gange ist. Ja, wir schweinen jetzt hier ganz gemütlich mit einem Einkreise wieder. Unsere große Fläche. Ist auch ein ganz schöner Batzen hier. Da wird sich die Biogasanlage freuen. Aber wir kriegen ja eh noch Geld von der Biogasanlage wegen den Silagebeinen, die wir da hingebracht haben. Und den Grasschnitt, den werden wir ja. Ja, müssen wir mal schauen. Wahrscheinlich müssen wir die BGA dann zwischendurch auch mal versorgen, also füttern. Und ich weiß noch nicht, was da für Gerät steht zum Füttern. Kann ich euch noch nicht sagen. Aber es wird wahrscheinlich dann alles da sein, wenn. Aber wenn wir den Grasschnitt da hinfahren, dann steht der Weizträger da auch und zum Reinschaufeln bestimmt auch, denke ich mal. Und ja. So würde ich, denke ich mal, sagen, dass es so ablaufen wird. Es wird spaßig, ich glaube, mit einem etwas größeren Ladewagen hoch. Naja. Der Maschinenring muss er wissen. Der ist ja schon ein bisschen länger hier. Was für Maschinen hier am Hang rumfahren können und welche nicht, ne? Und sonst hätte er hier keinen Maschinenring aufgebaut mit
Was hat er, glaube ich, im Straubmannlader war, wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich nur mal kurz in der Halle gesehen. Der stand da noch nicht, wo wir den Trecker weggebracht haben. Oder wo wir den Wickler weggebracht haben. Da habe ich noch keinen Ladewagen gesehen. Ich glaube, der ist auch noch relativ neu, der Ladewagen dann. Ich glaube, erst Einsatz hier dann bei uns. Aber ja. Auch der erste Einsatz muss mal passieren, ne? War ich jetzt mal. So. Da haben wir uns kurz ein bisschen eingewühlt auf der Wiese. Ja, passiert halt mal. So sind wir gleich das zweite Mal rum. Vielleicht schaffe ich es ja, die Wiese mit euch fertig zu schwadern im Livestream, wenn es zeitlich klappt bei mir und mein Internet mitspielt. Und wenn nicht, dann ist es wahrscheinlich fertig in der Folge und dann in der nächsten Folge sieht man uns dann mit den dicken Ladewagen vom Maschinenring und Weizträcker beim Gras einfahren. Gleich sagt er auch, wir sollen unseren John Deere nehmen zum Silo walzen oder schieben. Weiß ich noch nicht. Sehen wir dann, ne? Aber ich denke mal, ich würde sagen, das zieht sich hier noch, das Schwadern. Ich würde sagen, wir machen mal in der heutigen Folge hier Schluss. Weil, ja, ich kann doch jetzt hier den ganzen Tag, die ganze Zeit mit den beiden schwadern. Aber was bringt das? Ich kann die Folge unnötig lang ziehen. Das mache ich nicht. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Paulus. Ciao.